Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und wir möchten Sie gerne den Hanks Blackjack vorstellen. Unser Jack ist von einer ganz besonderen Rasse. Er kommt aus der Wildbahn. Er ist dort eingefangen worden. In der Station platziert, wo viele Mustangs hingehen. Die Mustangs dort sind eigentlich... Natürlich sind sie wild am Anfang und das kann schwierig sein. Aber wenn man einmal ihr Vertrauen hat und man macht die Basis richtig, und da gibt es natürlich Trainer vor, dort drüben, das können auch gerne uns rüber schicken, um das zu machen. Und wenn man die Basis richtig reintrainiert, dann sind es wirklich Pferde, worauf man bauen kann. Jetzt, man hat außerdem Adoptionsjahr, wo auch Trainer sich damit beschäftigen, damals, dass man die normal anfassen kann, dass man die führen kann, die Beine machen und so weiter. So, der Basis, die ein Wildpferd braucht, und die machen die bereit für die Reise. Also wenn Sie sich zu einem Mustang entscheiden, dann gibt es da die Leute, die Sie dabei helfen und sorgen davor, dass Sie auch sicher und entspannt auf dem Flieger kommen. Und wenn Sie hier ankommen, es sind eigentlich wie normale Pferde, nur sind die halt in der Wildbahn aufgewachsen, was eigentlich das Schönste ist für die Pferde. Der Jack steht auch, nennt man das auf Deutsch, zur Deckung. Oder man kann ja auch einen Decksprung von ihm bekommen. Und der Vorteil ist, dass man halt mehr von dem ursprünglichen Pferd reinholt hier in Deutschland. Es gibt ja nur 15 oder 20 Mustangs hier auf dem Moment. Was eigentlich schade ist. Ich denke, dass es ein großes Gewinn ist, für Deutschland, für Europa, mehr Mustangs hier zu haben. Und eigentlich ist es auch nicht so schwierig. Die sind ja sehr billig, nämlich. Wenn man Mustang kaufen möchte in Amerika. Ja, auch ein Papier, was eben auszeichnet, dass die Pferde in der Wildbahn gefangen sind. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir sitzen hier in Deutschland und wir brauchen irgendwo auch eine Garantie, dass diese Pferde in der Wildbahn waren, wenn wir sie als Mustang verkaufen wollen. Was wir als Service anbieten, wir haben jetzt im letzten Jahr ungefähr 10 Pferde nach Deutschland vermittelt. Wir haben also Interessenten und Trainer zusammengebracht. Da wurden teilweise Pferde in der Station ausgewählt, teilweise hatten die Trainer auch ein Pferd bei sich zu Hause stehen, wo sie gesagt haben, das würden sie nach Deutschland verkaufen. Dann sprecht uns einfach an oder ruft uns an, fragt nach, sagt uns, was ihr reiten wollt, wie groß ihr seid, weil wie gesagt, diese Pferde gibt es in allen Varianten und da muss man einfach die richtige Herde auch auswählen und die richtige Größe auswählen, dass ihr dann hier auch Spaß mit den Pferden habt. Aber da stehen wir euch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt zum Mustang oder auch euch einen aussuchen wollt. Dann kommt einfach nachher an Stand oder meldet euch in den nächsten Wochen, Monaten, dann helfen wir euch da gerne weiter. Der Mustang wird hier in Deutschland vom Ponyverband Hessen anerkannt werden. Der Ponyverband Hessen hat viele besondere Pferderassen. Das heißt, wir werden dann auch ab nächstes Jahr deutsche Papiere für den Mustang bekommen. Alle Nachzuchten, auch Halbmustangfohlen, bekommen zurzeit ihre Papiere noch aus Amerika. Von daher steht dem so lange auch nichts im Wege, bis wir hier in Deutschland dann auch unsere Papiere einfordern können. Und ich habe gehört, ein Mustang kostet 125 Dollar. Oh ja, ist ja nicht schlecht. Die sind billig. Ist billig, ja. Billig. Das Problem ist, der kostet 125 Dollar. Der muss aber ein Jahr in Amerika bleiben, das ist Gesetz. Das heißt, er muss ein Jahr trainiert werden, ein Jahr gefüttert werden, ein Jahr versorgt werden, ein Jahr aufgestellt werden. Und wir brauchen gute Trainer, die das tun, denn nur beim guten Trainer entwickelt der Mustang auch seine Fähigkeiten, wie wir es jetzt hier sehen, dass er wirklich gelassen und entspannt ist, auch für neue Situationen. Und die Trainer müssen wir natürlich genauso bezahlen, wie wenn wir hier in Deutschland ein Pferd irgendwo einstellen oder auch in Beritt geben. Da ist man am Ende natürlich nicht mehr bei 125 Dollar. Also im Schnitt liegt man zwischen 2.000 und 6.000 Dollar, wenn man ein gutes Pferd da drüben haben möchte. Das variiert ein bisschen, wo die Trainer sich befinden, wie viel die zufüttern müssen im Winter, wie weit die fahren müssen zu den Stationen, um die Pferde auch rauszuholen. Also die kalkulieren das. Klar, halte ich dir mal geben. Und dein langes Bein. Ich versuche mich mal auf den Western anzupassen. Lange her, dass ich Mustang geritten habe, nur in Amerika. So, ich habe mich sehr gefreut, hier mal ein und anderes zu machen mit dem und auch mit die Stute. Und ich finde es halt, ja, mich hat so beeindruckt, dass sie mit so wenig Arbeit eigentlich schon so cool sind und so viel mitmachen können. Aber
Ich glaube, was die meisten sich hier über oder fragen werden, ist, wie es kostenmäßig aussieht. Wie ist es mit der Reise? Was zahlt man im Endeffekt ungefähr? Und also für die letzten Pferde, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, lag der Importpreis bei 6.500 Euro aufwärts. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Der macht gerade Pause. Macht Pause, okay. Das hängt immer ein bisschen davon ab, von wo aus das Pferd in Amerika Richtung Flughafen transportiert werden muss. Die Pferde kommen also mit dem Flieger nach Deutschland. Und bis wohin das Pferd hier in Deutschland dann auch wieder weiter transportiert werden muss. Wir haben auch da ein gutes Unternehmen an der Hand, was jedem ein unverbindliches Angebot auch macht. Da kann man natürlich auch andere Unternehmen wählen, aber wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Der Herr hat mittlerweile 10 Mustangs für uns geflogen. Wir kriegen jedes Mal wieder die Rückmeldung, ich fliege am liebsten nur noch Mustangs, die sind so easy und entspannt. Wir haben auf dem Flug überhaupt keine Probleme. Das ist ja was viele Leute dann auch so verunsichert. Diese wilden Pferde, die ja in der Weite aufgewachsen sind, wie schaffen die das, in so einem Flieger ruhig zu stehen? Aber die sind so anpassungsfähig für neue Situationen, dass es überhaupt kein Problem ist für Mustang. Da hat jetzt zum zweiten Mal diesen Halfter auf. Kennt sich also noch nicht so genau mit dem Drück aus. Also wir bringen ihm direkt mal ein bisschen bei, dem Drück nachzugeben. Da guckt sich viel um. Eigentlich hat er noch keinen Schritt falsch gemacht. Ich hoffe, es sieht westernmäßig ein bisschen korrekt aus. Das ist Englischreiter. Aber es ist mal was anderes. Wie fühlst du dich denn so auf dem Muster? Ich fühle, dass das hier keine Hose ist, worin ich reiten soll. Das meinte ich jetzt aber nicht. Nee, ich habe hier in Amerika bei Monty Roberts mit mehreren Mustangs arbeiten dürfen und habe da auch mehrere reiten können. Der Scheibold ist ja direkt bekannt, wo der ab und zu schon erscheinen konnte. Aber ich finde sie halt richtig cool, richtig robust. Mal was anderes als die Vollblüte oder die Warmblüte, die ich so gewöhnt bin. Ich mag es halt, dass die, was für mich das stärkste Punkt an dieser Rasse ist, ist, glaube ich, dass die Natur es selektiert hat. Wir haben nicht eingegriffen, wir haben nicht in eine Richtung gezüchtet, die wer gerne sehen möchte. Nee, die Natur hat selektiert und ich hatte davor gesorgt, okay, die sind zu schwach. Also die gehen raus, die sterben, so ist das. Und andere, die halt brav waren, ja, oder die brav waren, die gesund waren, die haben überlebt. Und man sagt ja in der Natur, ein Pferd, das schreckhafter ist, hat größere Chance zu überleben. Wir können mal einen Planer hinlegen vielleicht. Weil die Mädels sich erschrecken von dem Raubtiere. Wie groß ist die Chance, dass sie überleben? Und jetzt das... Ja, Jack. Das Schreckhafte, das, was sie in der Natur haben, man sieht, wie schnell die sich eigentlich entwickeln können und eigentlich voll cool sind direkt damit. Und das finde ich... Ich meine, ich habe viel Problempferde, aber auch rohe Pferde. Und man sieht hier bei den Mustangs auch, dass die einfach am schnellsten gehen, weil die halt keine direkten Erfahrungen gemacht haben. So, man kann auch mit einem Wildpferd dafür sorgen, dass es direkt gut geht. Wie gesagt, sie können mich gerne nach Amerika schicken und dafür sorgen, dass es direkt gut läuft. Hat man wirklich ein Pferd, worauf man bauen kann. Ich ein bisschen auf die Zeit achte, bis ich noch mal laufen lasse, dass die Leute ein bisschen sehen können. Das können wir gerne versuchen. Bist du schnell in deinen Cowboy-Stiefeln? Ich glaube, du bewegst ihn. Das Sand ist hier tief. Ja, super. Vielleicht machen wir es zusammen, dann haben wir vielleicht die Chance, dass er ein bisschen flotter unterwegs ist als gestern. Alles klar. Gut. Machen wir mal alles ab. Wie viele Mal reitet jetzt jemand ihm? Silke? Also wie gesagt, der ist letztes Jahr im Herbst 4-mal geritten. Der ist dieses Frühjahr 3-mal geritten. Einmal vor der Messe habe ich drauf gesessen. Du hast ihn jetzt hier 2-mal geritten. Also sind bei 9-mal. Genau. Also. Das ist herausragend für ein Pferd, was jetzt hier in so einer Kulisse steht. Der wird jetzt über den Sommer natürlich weiter angeritten werden, sodass wir dann zur Wintermesse dann auch deutlich mehr zeigen können. Uns war es jetzt einfach wichtig, dass unsere Mustangs hier ganz entspannt die erste Messe erleben und keine falschen Erfahrungen machen, weil wir sie vielleicht überfordern. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Chance haben, dass der Herr noch ein bisschen was zeigt.
die Tür. Ich glaube, wir brauchen zumindest mal eine Longe. Der Mustang hat in freier Wildbahn gelernt. Das werden wir bei ihm jetzt auch wahrscheinlich sehen. Der läuft nur dann, wenn er wirklich laufen muss. Wenn er nicht laufen muss, dann bleibt er irgendwo stehen oder läuft im Schritt. Dann alles, was die wieder aufholen und fressen. Und in Amerika gibt es einfach relativ wenig Futter. Jahreszeitabhängig natürlich. Ja. So. Aber heute tut er uns den Gefallen, dass er mal ein kleines bisschen läuft. Also, wer sich für den Mustang interessiert, sorry, ich störe dich, glaube ich. Alles gut? Also, wer sich für den Mustang interessiert, kann gerne in Halle 1 vorbeikommen. Da steht auch der Blackjack, da steht noch eine Stute. Und da können Sie die auch an der Box angucken oder mit die Segel und der Michael und dem Team sprechen. Jetzt, glaube ich, dann lasse ich Silke noch mal 2 Minuten und dann haben Sie auch die Möglichkeit, kurz hier reinzukommen, ihn mal anzugucken. Gestern haben viele Selfies gemacht, das ist vor der Hit auf dem Moment, glaube ich. Also Halle 1 sind wir, der Mustang, einer der wenigen, die es hier in Deutschland gibt. Richtig coole Pferde, zurück zum Ursprung, wie die Natur sich selektiert hat. Schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können noch kurz bei Silke zuschauen und danach kommen Sie rein und kommen Sie der Jack begrüßen. Genau, ich hol mal einen Halfter da vorne. Also was man hier einfach sieht, trotz der Kulisse, alle unsere Mustangs sind hier auf der Messe auch ohne Halfter und ohne Seil, so dass sie sich uns anschließen, auch wenn dann doch noch mal irgendwo jemand vorbeikommt. Kennst du Rudi? Mein Handy. Ja, Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum am Stand. Und um 4 Uhr in Halle 1 arbeite ich noch mit der Stute, die wir auf diese Messe angeritten haben, der jetzt insgesamt 2 Stunden Training hatte. Und wir zeigen Sie, wie weit wir gekommen sind. Hallo. Ich hab das bei ihm vorhin später. Also später. Eigentlich denkt, das hat er wahrscheinlich gesagt, der muss mal.